Hey Leute, Serpin hier. Heute geht es mal um was mich persönlich ziemlich hart abfuckt, und zwar das sind Orakel. Also an sich stört es mich nicht, dass sie existieren, es ist einfach nur, dass diese Logik dahinter verwirrt mich einfach nur hart. Dass vor allem Leute daran glauben. Für die, die es nicht wissen, was ein Orakel ist, das ist quasi, Leute schauen sich die Sterne an und sagen dir dann, je nachdem welches Sternzeichen du hast, ob du heute vom Leben anal gefistet wirst oder es vielleicht sogar Gleitgel benutzt. Ne? So, ihr versteht, was ich meine, ne? Auf jeden Fall. Warum zum Fick? So, wir leben in einem Zeitalter, wo 99,9% zumindest in Deutschland daran glauben, dass. Also, ich glaube, aber die halt wissen, dass wir dank Wissenschaft und so ein Scheiß irgendwie uns quasi immun für eine extremst lange oder sogar Zeit so, oder sogar lebenslänglich fast komplett immun gegen Krankheiten machen können. Und trotzdem glauben da irgendwelche Leute dran, so dass du einfach so in die Sterne reingucken kannst und auf einmal. Sagt dir irgendeine, meistens eigentlich schon mal weibliche Ansagerin mit einer so sexualisierten Stimme, dass du heute ordentlich arschgefistet wirst. Und es ist einfach für mich so ein Scheiß. So, warum? Was für ein Idiot glaubt daran, dass irgendwie die Sterne dir sagen, dass du heute eine Olle flach legen kannst, weil deine Flirtenergie besser ist und du irgendwie heute die magischen Ficksteine auf deiner Seite hast und jetzt ordentlich, ne, den Holz, ihr wisst, was ich meine. Ich will das jetzt nicht sagen. Bitte YouTube, bann mich nicht, oder gib mir Strike, bitte nicht. Böse, böse, nein, nicht dran denken, nicht dran denken. Nicht machen, YouTube, nicht machen. Auf jeden Fall, ne? Das war's mit dem Video. Hoffe, es hat euch nicht gefallen. Disliked mich, deabonniert mich, entbimmelt die Glocke. Und runter von meinem Rasen, ihr kleinen Hurensöhne. Ja.